Sobald ich von irgendeinem Item getroffen werde, wechselt die Mario Kart-Strecke. Kann ich es unter dieser Bedingung schaffen, eines oder sogar mehrere Rennen als Erster abzuschließen? Finden wir es in diesem Video heraus. Los geht's, erste Strecke, Alter. Ich habe vergessen, wie man eine Mario Kart steuert. Ich wollte gerade mit B Gas geben. Okay, Mario Kart ist schon ein bisschen her, ja? Wir dürfen nur nicht getroffen werden. Es ist egal, welchen Platz wir erreichen, wir dürfen nur nicht getroffen werden. Und das, keine Ahnung, ich glaube, das ist nicht so einfach. Ich spiele lieber mal ein bisschen vorsichtig. Runterfallen und sowas zählt übrigens auch. Also wenn es eigenverschuldet ist, natürlich auch. Aber ich habe eher Angst vor roten Panzern, vor Blue Shells, vor dem ganzen Kram, ne? Ihr wisst Bescheid. So, jetzt haben wir einen kleinen Schutz schon mal, wobei wir natürlich anfällig für Blue Shells sind und das deswegen eventuell eher warten sollten. Aber wir gehen einfach mal ganz naiv hier einfach durch die erste Strecke und hoffen, dass nichts passieren wird. Es wird garantiert was passieren. Es wird nicht gut gehen. Es wird hundertprozentig nicht gut gehen. Kindergarten. Jetzt haben wir schon keinen Schutz mehr. Das ist eine kritische Situation auf jeden Fall. Gib mir Schutz, komm, gib mir Schutz. Ja, okay, wenigstens Banane. Das wäre zu wild, wenn wir es wirklich schaffen sollten, ne? Aber ich gehe davon aus, dass gleich eine Blue Shell kommt und wir erledigt sind. Warum gegen eine Blue Shell können wir halt gar nichts machen aktuell. Also, es ist wirklich bitter. Wir können nicht mal anhalten, weil das würde zu lange dauern wahrscheinlich. Aber ich will jetzt nicht mehr anhalten. Ich will gucken, ob es jetzt funktioniert. Das wäre halt zu krass, wenn es wirklich klappen würde. Die erste Strecke direkt, ne? Wir schauen mal. Das zählt nicht. Wir haben ja keinen Schaden genommen. Warum habe ich die Banane losgelassen? Ich voll Idiot. Das war so dämlich gerade, was habe ich getan, Alter. Wenn ich jetzt getroffen werde, habe ich es nicht anders verdient, wirklich. Warum habe ich die Banane losgelassen? Es kommt eine Blue Shell, es kommt eine blaue. Alles klar, in dem Sinne. Schade. Hat nicht funktioniert. So. Das zählt auch, okay? Das zählt auch. Ich wollte es gerade noch als Regel einführen, aber ich dachte, ich bin bei dem Rennen safe, weil es mir fast am Anfang passiert wäre. Dann habe ich nochmal beendet. Und dann, nee, das zählt auch. Das zählt auch. Ich bin echt kein Experte, das tut mir leid. Maxi, bitte bei jedem Treffer einfach so einen ganz dummen Soundeffekt einblenden, ja? Ich habe gedacht, du fragst nie. Wir sind gegen alles gewappnet, okay? Wir sind gegen alles gewappnet. Gar nichts kann uns irgendwas. Gar nichts kann uns irgendwas. Ja, okay, Blitz ist halt schon fies, ne? Vor allem in der zweiten Runde schon. Nicht am Anfang getroffen werden. Anfang auch mal ein bisschen gefährlich, weil die halt alle direkt irgendwie Items bekommen. Oh, scheiße, das war auch nicht so klug. Ich habe irgendwie das Gefühl, an der Wand zu fahren ist ein bisschen sicherer. Ich weiß nicht, warum. Die Abkürzung nehmen wir selbstverständlich nicht, das traue ich mir nicht zu. Auch wenn ich die natürlich kann, klar. Ich bin ja der Mario Kart Profi, wisst ihr Bescheid, ne? Es ist schon echt so ein gutes Spiel, muss man sagen, ne? Ich verstehe Nintendo ein bisschen, warum sie... die ganze Zeit kein Neues entwickeln. Es wirkt so ausgereift einfach so, man braucht kein Update irgendwie gefühlt. So, haben wir etwas mehr Glück vielleicht hier? Also einmal möchte ich es mindestens schaffen, komm, das kann nicht unmöglich sein. Das kann echt nicht unmöglich sein. Digga, sah das Game schon immer so gut aus, jetzt mal ohne Spaß, ne? Das sieht richtig geil aus, das ist auf einer Original-Switch. Ich spiele es hier gar nicht auf Emulator oder sowas, ne? Das ist ganz normal auf der Switch. Es sieht ja mal viel zu gut aus. Wir haben übrigens zweimal Verteidigung, das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht, aber wisst ihr was? Ich mache jetzt mal was Besonderes. Ich warte jetzt erstmal. Ich bin jetzt einfach mal ganz entspannt Dritter, damit mir hier gar nichts passieren kann. Joshi, du bist so langsam, ich muss einfach abbremsen. Ich kann ihn noch auf die letzten Meter immer noch überholen. So ist ja nicht, ne? Aber aktuell bin ich lieber erstmal Zweiter. Das ist ein bisschen entspannter hier hinten. Okay, aber noch lange keine Blue Shell, noch lange keine Blue Shell, das ist gut. Ich sag's euch, sobald die Blue Shell kommt, ich hol den direkt wieder auf. Es ist so komisch, die ganze Zeit abzubremsen in Mario Kart, aber anscheinend sind die ganzen NPCs ziemlich langsam. Halt dein Maul, Alter! Ich werde den Blitz nicht ausschalten, das wäre halt langweilig. Blitz ist fast unvermeidlich, du müsstest selber einen Blitz bekommen. Das ist eine gute Idee eigentlich. Ich halte mich jetzt mal extra ganz hinten auf, damit ich schön die Wahrscheinlichkeit habe, einen Blitz zu bekommen. Auf dem letzten Platz kriegt man nämlich einfach einen Blitz. Ich meine, ja, ich könnte auch einfach ganz hinten fahren, so klar. Also die ganze Zeit, weil dann kann ich ja gar nicht getroffen werden, basically. Aber das will ich jetzt mal nicht machen. Wir fahren mal so im Mittelfeld erstmal rum. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Alter, ich lebe gefährlich. Aber ich habe eigentlich einen ganz guten Schutz. Ich habe eigentlich echt einen ganz guten Schutz auch gegen Green Shells. Ich hole so schnell wieder auf, das ist echt verrückt. Man holt so schnell. Ich hatte drei Grüne um mich rum. Das ist nicht möglich, Alter. Ich sag's euch, eine der nächsten Strecken ist es. Dann schaffe ich es das erste Mal. Wir bleiben schön hinten. Ganz entspannt, ja? Wie lange brauchen die denn alle? Okay. Ist noch Distanz. Wir haben noch gute Items von hinten. Das ist schön. Bitte nur keine Blue Shell. Wirklich, alles andere ist mir relativ egal. Außer Blitz und Blue Shell. Weil da kann ich halt nichts gegen tun, Alter. Wir sind schon mal in Runde 2. Und bisher kein Blitz auf jeden Fall. Das ist doch nett. Halt dein Mod. Wir sind Zweiter, aber trotzdem mit ein bisschen Abstand. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und wir haben eine Hupe. Okay, wir können sogar auf 1 gehen. Los geht's. Wir können auf 1 gehen. Bitte nicht die Feuerblume. Oh mein Gott, war das knapp, Alter. Ich habe gerade Jesus gesehen und war Luigi. Komm, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß einfach. So, wunderbar. Komm, hier schon die Kurve kratzen. Alter. Oh komm, das ist eine gute Voraussetzung. Bitte. Ja? Ja? Was willst du machen, Alter? Bitch, was willst du machen? Jetzt wäre es Runde 2 von 3. Das heißt, kann noch was kommen auf jeden Fall. Bisher gar nicht so schlecht. Man könnte sogar meinen, eins der besten Rennen bisher. Brauche auf jeden Fall Doppel-Item. Okay, wir haben eine Banane. Boah, wir haben schon Runde 3 geschafft. Komm schon, Alter. Ja. Ist okay. Bob, okay, krass. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Aber ist in Ordnung. Ich darf nicht von hinten angerempelt werden. Aber wenn Panzer kommt. Bitte. Warum ist der nicht hochgegangen, du Hund, Alter? Ach, Mann. Ah, das war so gut. Einfach eine Banane oder eine Green Shell hätte es auch getan. Aber ich krieg halt einen Bob-Omb. Okay, cool. Geh auf 200 CC, um dem Blitz ein wenig weniger Zeit zu geben. Ah, nee, komm, wir machen das. Wir ziehen das so durch. Digga, so schlecht einfach. Ich hätte es verdient, wenn ich das einfach rausfliegen würde, ganz ehrlich. Die Frage ist halt auch überhaupt, ob irgendjemand... Naja, was ich eigentlich fragen wollte. Es wäre halt wirklich auch interessant, ob überhaupt irgendein Spieler nicht getroffen wird. Ich glaube nämlich nicht. Oh, das war knapp, Alter. Das war gerade ziemlich knapp. Ja, fahr die mal alle schön vorbei hier. Oh, scheiße. Stern. Oh mein Gott. Bitte nicht. Ich bitte, komm schon. Okay, Stern ist vorbei anscheinend. Ich muss generell mal öfter in den Rückspiegel gucken. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, sehr... Oh mein Gott, Alter. Was ist das für ein krimineller Lifestyle? Alles so gefährlich, Digga. Ja, ich kann halt kaum abbremsen. Junge, das ist so krass, ne? Ja. Es trifft nicht mich. So kann man natürlich auch Blue Shells dodgen. Auch nicht schlecht. Wir erreichen gleich Runde 3. Ich kann mal kurz ein bisschen vorne fahren zumindest. Ich würde halt so gerne Erster werden dabei.
Nein, so unnötig. Ja, voll meine eigene Schuld. Voll meine eigene Schuld. Wir sind jetzt gerade 20 Minuten dabei und haben 12 Strecken gemacht. Wann kriegen wir ein perfektes Rennen? Oh mein Gott. Oh, Hupe. Nice one. Okay, gute Voraussetzung für Platz 1. Außer es kommt ein Blitz. Aber ansonsten, echt gute Voraussetzung. Es tut mir leid, ich musste gerade irgendjemand überleben. Sicher, ich mach kurz Boxenstopp oder so in der Art. Danke für den Pilz, kleiner Bruder oder sowas. Wie ist dir die Comedy verwandt? Nein, ich hab die 3 Stunden gesehen, diese Scheißpanzer. Aber ich dachte, der kriegt mich nicht mehr. Mann, ey. Das war einfach nur hardcore, Assi. Es ist überhaupt nicht nötig, dieser schnelle Start. Meistens bremse ich am Anfang sowieso erstmal ab so und genieße ein bisschen einfach hier alles und gucke mir mal alles ganz genau an. Antizipiere die Situation. Ganz entspannt auf Platz 5 hier hinten, ja. Ich finde übrigens bei einem dieser Autos hier, ich weiß gar nicht, wo es genau ist, sind so Augen drauf, ne? Ich such's mal kurz. Scheiße, ich bin schon wieder. Oh mein Gott, oh mein Gott. In den darf ich übrigens auch nicht crashen. Hier vorne, genau. Hier vorne sind so Augen. Digga, wir haben schon 3 Cups abgeschlossen. Noch keine einzige erfolgreiche Strecke. Das ist wirklich stark. Eine Redstone auf dem 2. Platz ist doch ganz fair eigentlich. Okay, da haben wir eine Blue Stell, da kommt eine blaue. Sehr schön. Die dodge ich auch ganz entspannt. Da war ja wirklich kaum vor mir. Also es kann jetzt wirklich nur noch ein Blitz dazwischen kommen, um mir die ganze Tour zu vermasseln. Weil ich habe eine rote und eine Hupe auf Platz 1. Wie gut ist das bitte? Komm schon. Das sind echt Top-Voraussetzungen. Ich kann jetzt eigentlich sogar anfangen, Abstand aufzubauen, weil ich einfach gegen beides gewappnet bin. Okay, da kommt noch eine rote von hinten. Nee, kam doch nicht. Okay. Schade, da ist auch leider meine Hupe weg. Aber komm, 2 Blue Shells in 2 Runden. Das ist echt ein bisschen Matsch eigentlich. Das heißt, vielleicht bin ich ein bisschen safer jetzt? Ich weiß es nicht. Aber gegen eine Blue Shell sollten wir eigentlich safe sein. Ich glaube nicht, dass noch eine dritte dazukommt. Das wäre schon echt heftig. Boah, jetzt bin ich doch ein bisschen angespannt, ne? Jetzt bin ich doch ein bisschen angespannt. Nein, 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 nicht gut, Alter. Fuck, nicht gut, nicht gut. Wir gehen kurz safe. Wir gehen kurz safe und holen uns 2 Items. Sehr gut, okay. Keine Pause, einfach durchfahren. Oh mein Gott, war das knapp gerade, WTF. Ja, ist unnötig, eigentlich unnötig. Nee, wir warten, ganz ehrlich, wir warten einfach hier hinten. Es fällt mir schwer zu warten, aber es muss jetzt mal sein, okay? Entspannt, entspannt, Stern bitte nicht so entspannt. Ich habe meinen Panzer verloren. Wir sind auf Abstand, oh mein Gott, da ist eine grüne. Wir sind echt so das Schlusslicht, aber das ist erstmal in Ordnung. Das ist erstmal in Ordnung. Ich will mal ein bisschen safer spielen, okay? Wir schauen einfach mal. Das war so dumm. Wie kann man hier bitte verkacken? Wie kann man hier nicht mindestens 2 Items kriegen? Das ist eigentlich hier hinten so wichtig, gute Items zu bekommen. Ist ja egal am Ende. Halt dein Maul! Just saying, hinten wird man nicht geblitzt. Ja, natürlich werde ich ganz hinten nicht geblitzt. Aber als ob ich mich jetzt die ganze Zeit auf Platz 12 aufhalte, ist ja auch mega lame. Der Blitz ist so verdammt unfair. Warum mache ich mir den Stress wirklich? Wir chillen sogar ein bisschen außerhalb. Komm hier. Bin ich hier sicher vom Blitz? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht bin ich hier sicher vom Blitz, ja? Ja, wie können die so langsam sein? Das ist echt wirklich eine Leistung, Alter. Wie kannst du so langsam sein wie Pauline? Was ist los mit dir, Alter? Was machst du? Du hast doch gerade Pilze. Ich hab's schon wieder überholt. Google, Willi und Stern, okay? Ja, ich würde gerne den Blitz haben, ne? Mit Blitz fühle ich mich halt safe. Dann würde ich gerne auf Platz 1 gehen. Okay, jetzt bin ich sogar letzter. Wir halten uns erstmal hier, ja? Stern ist halt echt eine gute Voraussetzung. Aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier hinten sein, weil das ist halt auch irgendwie. Oh, ich zünde. Jetzt. Komm, Blitz, Blitz, Blitz auf. Gib Blitz. Komm. Bitte. Ach Mann, Alter. Jetzt wäre ein Blitz halt so passend gewesen, wirklich, ne? Komm, wir führen die Regel ein, dass ich auch als erstes Rennen beenden muss, oder? Ganz entspannt, ja? Digga, DK, wie kann man so schlecht sein, wirklich? Ich glaube, DK ist so mein Schwager einfach. Dass ich das einfach mal schätze, wie die Familienverhältnisse sind in der Kong-Familie. Ah, das ist sogar unsere Strecke, lol. Das ist ja sogar unsere Heimat hier. Wie bin ich schon wieder auf Platz 4? Ich habe doch gar nichts gemacht. Gar nichts. Digga, schon wieder nur Pilze. Was ist hier gerade los? Wie kriege ich die ganze Zeit nur Pilze? Das ist echt eine Katastrophe. Oh, Digga, Iggy ist so weit hinten. Den möchte ich nicht aufholen lassen. 11 ist in Ordnung, aber ich möchte nicht 12. sein. Das ist, also Iggy ist so weit hinten. Das ist echt verrückt. Nein, oh mein Gott. Ja, alles klar, Digga. Das ist so dumm einfach. Das war einfach dämlich, okay? Fehlstart, was für ein Fehlstart? Maul halten. Hä, es war kein Fehlstart, ich hab gar nichts gemacht. So, wir warten mal ein bisschen entspannt hier. Münzen, natürlich Münzen, klar. Ärgerliche Scheiße. Wir fahren lieber hier unten. Digga, wie. Bro, wirklich? Langsam frage ich mich wirklich, ob wir überhaupt eine Strecke abschließen werden, wenn ich ehrlich bin. Beim ersten Rennen war ich direkt in Runde 3, war kurz vorm Ziel sogar. Das hätte wirklich was werden können, ey. Und jetzt nur noch so eine Scheiße hier, so eine Blamage wirklich. Auf manchen Strecken ist es auch gar nicht so einfach, nicht getroffen zu werden, weil einfach super viele Hindernisse gibt, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Komm, okay. Platz 12, hier bin ich safe. Hier bin ich erstmal sicher. Ich bleibe mal ganz hier hinten. Aber Digga, wie kann man so langsam fahren, wirklich? Ich habe die innerhalb von 3 Sekunden aufgeholt. Stern schon gar nicht so schlecht. Vielleicht bald schon genau mein Itemset jetzt, ne? Und hole nur in der letzten Runde auf. Das wäre doch echt eine Option eigentlich. Außer dieser Hund trifft mich jetzt. Er ist nicht auf mich abgesehen. Okay, ich bin 9. Ich überhole die ganze Zeit Leute. Ich weiß nicht, wie. Wie können die so langsam sein? Jetzt nochmal ein paar Leute vor. Es ist halt einfach sicherer am Ende. Na komm. Ja, lasst euch Zeit. Ganz entspannt. Du hast Pilze, das heißt, du kannst keinen Stern haben. Das ist okay. Irgendwann muss ich dann ja doch mal aufholen. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie einen Blitz hat. Ich meine, ich würde ja sehen, wenn ein Blitz einschlägt, ne? Aber bisher keinen Blitz auf jeden Fall. Okay, sie hat den goldenen gekriegt. Ich glaube, sie hat auch nur eine Single-Item-Box gehabt. Das heißt, sie hat nichts Besseres. Heißt, also, ich kann sie schon mal überholen. Aber vorsichtig jetzt, ne? Das wäre doch wild, wenn es jetzt der erste Win wird, oder? Oh, okay, wir gehen jetzt all in. Jetzt müssen wir alles aufholen. In der letzten Runde von Platz 10 auf Platz 1. Schaffen wir das? Keine Ahnung, los geht's. Wird definitiv schwierig, aber wir können es versuchen. Immer noch kein Blitz bisher. Komm, ist gar nicht mehr so einfach. Ist gar nicht mehr so einfach, wieder aufzuholen. Wir sind auf Platz 1. Mit einer roten, let's go. Mit einer roten, Alter, bitte jetzt kein Blitz. Das ist so gut. Das könnte echt die Strat sein. Kein Blitz auf den letzten Metern. Komm schon. Gänsevorhaut, komm schon. Kein Blitz. Ja, ist mir scheißegal.
Let's go! Wir haben ein Rennen abgeschlossen. Alter! Boah, das hat viel zu lange gedauert. Alter, geht doch! Das ist die Strat, guys. Let's go, Alter. Jetzt bin ich ganz vorne, scheiße. Nee, ich bin lieber ein bisschen vorsichtiger. Aber echt, dieses Aufholen gegen Ende war gar nicht mal so einfach. Das war wirklich nicht einfach. Oh, sehr schöne Hupe. Okay. Blitz war wieder halt ein Problem, ne? Wie immer. Aber komm, wir gehen das Risiko gerade mal ein. Weil ich glaube, hier ist es schon schwieriger auf jeden Fall aufzuholen. Und ich will gerade die Hupe halt noch nutzen. Also maybe kann ich die Hupe ja sogar nutzen. Schade, dass ich die Münze nicht zuerst gekriegt habe. Hätte ich die noch einlösen können. Einfach ganz entspannt ein bisschen auf den hinteren Plätzen chillen und in der dritten Runde erst aufholen. Ich muss ja nicht letzter sein so. Aber natürlich kam eben auch, als ich die ganze Zeit hinten war, kein einziger Blitz. Die ganze Runde nicht, ne? Miep, 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 miep. Ich bin zweites Item. Hallo, danke. Alter, ich dachte gerade, ne? Ich hätte so gekotzt, Junge. Ich hätte im Strahl gekotzt, wenn es jetzt mein eigener Fehler gewesen wäre. Hui, spaßig. Wie kann ich auf dem letzten Platz von einem Blitz getroffen werden? Blitz müsste ich halt wirklich eigentlich ausschalten. Das war eigentlich vielleicht nicht die sinnvollste Idee. Egal, nicht wahr? Wie immer schimmeln wir erstmal ganz hier hinten, ja? Ich meine, es zählt ja der Abstand zu Platz 1. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen warte. Maybe habe ich jetzt bessere Karten. Digga, what the fuck? Was eine Scheiße. Was eine bodenlose Frechheit. Besseres, komm, Kugel will ich oder so. Was für Pilz, Alter, hä? Es zählt doch der Abstand zu Platz 1, oder nicht? Dass der Abstand zu Platz 1 quasi bestimmt, welche Items man bekommt und nicht die Platzierung an sich. Der Platz 1 Abstand ist bodenlos groß, wirklich. Okay, okay, das ist eine sehr gute Kombination. Das ist eine sehr, sehr gute Kombination, wenn ich jetzt nicht getroffen werde, ja. Vor allem einen blauen zu haben, ist halt schon nice eigentlich. Außer halt, wie gesagt, dass ich natürlich vom Blitz getroffen werden kann, wie immer. Aber gut, das ignorieren wir jetzt einfach mal kurz. Runde 2 eigentlich auch noch zu früh, um jetzt schon all in zu gehen, aber fuck it. Blitz, 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 komm, geblitz, 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 bitte. Gönn, 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 gönn. Nein, okay, jetzt nicht mehr, jetzt bitte nicht mehr. Jetzt bitte kein Blitz mehr, okay? Oh Gott, da geht's wieder los hier. Gut, 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 guter Spot zumindest. Eieiei, bitte kein Blitz, bitte kein Blitz. Ja, bitte kein Blitz, bitte. Wenn ich mich jetzt beeil, komme, schaffe ich es vielleicht vor dem Blitz ins Ziel. Also, vielleicht kommt ja auch gar kein Blitz, keine Ahnung. Aber mal schauen, mal schauen. Dritte Runde noch ungefähr, komm schon. Ja, egal, 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 passt schon, kann ich wegstecken. Bitte jetzt nicht nochmal, bitte jetzt nicht nochmal. Sieht gut aus, es sieht gut aus, es sieht gut aus. Es sieht gut aus, bitte, komm. Let's go! Zweite Runde, Alter. So hat's auszuschauen. Ich hatte echt zwischenzeitlich Angst, dass es irgendwie gar nichts wird. Ja, jetzt wurde ich getroffen. Scheiß drauf. Geht doch. Wir haben eine Strategie, okay? Wir haben eine Strategie. Kann ich eine Mario Kart-Strecke rückwärts spielen? Spoiler, nein, kann ich nicht. Wir chillen wie immer ganz hier hinten. Aber es ist halt echt assi, dass es wirklich komplett RNG ist, ob ein Blitz kommt oder nicht. Weil anscheinend trifft mich auch ein Blitz auf dem letzten Platz. Warum auch immer. Einen Blitz möchte ich wirklich dodgen mit einem Stern oder so, mit einem Kugelwilli. Das wäre echt zu wild. Jetzt gönn einfach mal einen Blitz. Wie wär's damit? Okay, jetzt nicht mehr bitte. Danke. Scheiße. Ja, okay. Ärgerliche Momente. Oh, Feuerblume bringt mir jetzt absolut gar nichts. Halt einfach dein Maul, okay? Ich sollte wieder hinten bleiben auf jeden Fall. So viel dazu zum Thema hinten bleiben, ja? Abpassen. Ja, aber wie soll ich das denn wissen? Also ich weiß ja nicht, wann der kommt, der Blitz. Das kann man ja nicht wissen. Ich weiß nicht, ob andere Spieler gerade einen Blitz haben. Ich habe keine Ahnung. Das kann man nicht rausfinden. Na, ich fahre nicht, Yoshi. Ich fahre jetzt einfach halt fucking Funky Kong. Ich habe halt Bock drauf. Die Mario Kart Geeks, ne? Okay, das war mega dumm einfach. Das war mega dumm, ist in Ordnung. Sehr gut, sehr gut. Okay, okay. Dodge den Blitz, glaube ich, auch, soweit ich weiß. Müsst ihr eigentlich. Alter, oh mein Gott. Close one. Was haben wir geholt? Eine Green Shell. Digga, was für Green Shell, Alter. Okay, warum bin ich schon nach der ersten Runde auf Platz 1? Das wollte ich eigentlich nicht machen. Warum habe ich das getan? Ziemlich dämlich, wenn ihr mich fragt. Naja, wir chillen hier ganz entspannt, ja? Ganz gediegen, einfach mal chillen. Vielleicht nicht die ganze Runde, das wäre ein bisschen wahnsinnig, aber ein bisschen zumindest, ja? Digga, ich bin schon auf Platz 9. Come on, Alter. Das ist doch so unfair. Okay, wir warten jetzt, wenn wir die Chance haben, einen Blitz zu dodgen. Oder, also, wir haben eine Kugelwilli, einen Stern oder einen Buhu. Dann warten wir bis Runde 2, ja? Wir warten bis Ende Runde 1 mindestens, aber eher Runde 2, weil es da wahrscheinlicher ist. So, erstmal ganz entspannt warten wir, ja? Überlegt mal, das war ursprünglich die letzte Strecke aus Mario Kart 8. Mario Kart 8, ja? Ohne Deluxe, ohne Booster-Streckenpass, ohne DLCs, die damals schon rausgekommen sind. Das ist echt schon krass, was wie viel sich da noch getan hat. Hier gegen Ende aufzuholen wird auch nicht easy, aber wir können es versuchen. Und ich halte mich erstmal ganz hinten. Ja, wie kann man so langsam sein, wirklich. Das ist so krass, ne? Okay, wir haben einen Stern. Das ist gut. Wäre aber interessant, wenn alle Spiele einfach irgendwie gut wären, ne? Das wäre auch irgendwie vielleicht eine Sache, damit ich einfach der Einzige mit Abstand auf dem letzten Platz bin, damit die anderen gar keine Blitze oder Blue Shells oder sowas bekommen. Das wäre halt auch entspannt eigentlich. Wäre ich echt lässig. Und 3, 2, 1, jetzt sind wir den Stern. Fuck. Ah, ja, zu viel gewollt. Ist okay. Die Strecke ist schon ehrlich ganz cool. Halt einfach dein Maul. Ich kann es euch zeigen, wie es passiert ist. Ich weiß genau, wie es passiert ist. Die Green Shell ist hier drüben abgeprallt. Ich hab's gerade Wir halten uns hinten, ja? Es wäre so dumm gewesen, dass ich die Pilze mitgenommen habe, weil ich es nicht gewartet habe noch länger. Warten ist halt so schwierig in Mario Kart, ne? Hier muss man auch wieder vorsichtig sein, ne? Hier kann man auch runterfallen, ist dood. Wir gehen wieder raus und holen mal vielleicht ein bisschen auf. Na, eigentlich noch nicht, ne? Wir sind eindeutig Platz 12. Uns kann doch hier ein Blitz eigentlich nicht treffen, oder? Ja, Goldpilz wäre eigentlich relativ wumpe, aber egal, komm, wir holen mal auf. Das Extreme von ihm hat halt auch gut funktioniert, muss man sagen, ne? Aber jetzt... Nein, verdammt, so dämlich. So dämlich. Wobei, hat sich irgendwie gelohnt auch auf jeden Fall. Komm, gönn, gönn, gönn. Was für Münze, Alter. Halt mal dein Maul. Wenigstens Runde 2. Und wir haben irgendwie sehr schnell die Führung übernommen. Ich möchte nicht nochmal nach hinten gehen. Ich möchte nicht nochmal nach hinten gehen. Rein logisch betrachtet, was passiert eigentlich, wenn ein Blitz ins Meer einschlägt? Eigentlich gar nichts.
Deswegen wartet er einfach, bis ich wieder aus dem Meer raus bin, damit ich dann getroffen werden kann. Es ist halt so, man muss halt so lucky sein, um den Blitz zu erwischen. Ne? Theoretisch kann auch jetzt schon ein Blitz auftreten, aber es ist halt super unwahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind. Krieg ich einen Blitz? Komm schon, gib mir einen Blitz. Scheiße. Was für ein normaler Pilz, Alter. Was will ich denn damit? Okay, jetzt ist Blau unterwegs auf jeden Fall. Digga, kommt die Blaue auf mich? Warum fliegt die Blaue eine Extra-Runde? Nee, ETF. Was da passiert? Steckt sie jetzt ein? Okay, sie ist eingeschlagen. Sehr schön. Wir chillen noch ein bisschen hinten, ja? Jetzt. Oh mein Gott. Warum kriege ich den Green Shell als 12. Ist das frech? Was eine Abzocke? Junge, nein. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, ich hätte fast den Blitz gedodged. Komm schon. Man kann bremsen und fahren gleichzeitig. Digga, was ich für geile Scheiße machen kann, ETF. Das ist ja auch absolut wild, wirklich. Die Strecke ist toll eigentlich. Okay. Wir müssen jetzt eigentlich genug Abstand haben. Da möchte ich doch eigentlich mal ein paar krasse Items bekommen, oder? Digga, wie kann ich. Ich wollte beide mitnehmen. Ich habe keins gekriegt. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, wenn ich keine Items bekomme, ist halt auch schwierig, ne? Ich hätte hier runtergefallen wäre, ne? Okay, ja, tollen Stern. Ich habe wieder aufgeholt, Alter. Ich habe schon wieder aufgeholt. Wie können die so langsam sein? Das ist wirklich eine Leistung, Alter. Ach, das ist ja gar keine Rundenstrecke. Ja, das ist ja gar keine Rundenstrecke. Jetzt check ich das gerade. Das ist ja auch eine Abschnittsstrecke, ne? Was ich hier habe, bringt mir wirklich gar nichts aktuell. Was für Münzen, Alter. Wow. Ich habe gar keinen Schutz. Ja, es ist vorbei, Alter. Es wird niemals was. Wenn das was wird, fress ich einen Besen, Alter. Da muss ich schon böse lucky sein. What? Wir schaffen das? Wir schaffen das? Wir schaffen das. Hä? Okay. Das sah irgendwie überhaupt nicht danach aus. Ich dachte, es war eine richtige Scheißrunde, aber okay, ganz spannend. Komm, einmal noch. Eine Runde wäre noch drin, oder? Nein, verdammt. Digga, wie kann man so dumm sein? Ah, die Strecke ist doch assi. Es ist nur noch Runde 1. Ich bin eigentlich viel zu weit vorne dafür. Verdammt. Ich bin so dämlich. Wir ziehen mal noch nicht den Stern. Ist noch zu früh, würde ich sagen. Nein. Oh mein Gott. Ist das dumm. Oh, Buhu und Stern. Gut eigentlich. Nein, du kannst mich nicht rammen, Digga. Ich bin so weit am Rand, wirklich. Nein, kein Kugel. Really? Der Stern wird jetzt gezündet. Damit jetzt nämlich auch der Blitz kommt. Los, Blitz, ich warte auf dich, mein lieber Blitz. So, jetzt Blitz, komm. Gönn Blitz, Alter. Ja, Buhu, nee. Also, war mein Buhu. Jetzt auch bitte gar kein Blitz mehr. Das war doch irgendwie ein Ticken zu blöd. Ah, komm, wir haben es in Runde 3 geschafft auf Platz 1. Ich hab wieder zu früh aufgeboostet. Ich lasse lieber eine Person vor mich, damit ich wenigstens vom Blauen verschont werde. Weil so spontan kann ich nicht mehr agieren. Das ist mir zu schnell. Okay, kein Blitz. Komm schon. Oh, oh mein Gott, war das knapp. Digga, dieser Boomerang gerade. Das wäre fast mein Ende gewesen. Bitte kein Blitz, bitte. Komm jetzt kein Blitz kurz vor Ende. Es lief so gut bisher. Komm schon. Bitte. Komplette Posing-Routine, Spaß. Aber generell, die wirkt so ein bisschen schneller, die Strecke einfach. Vielleicht mit den ganzen Beschleunigungsstreifen. Maybe hängt es irgendwie damit zusammen, keine Ahnung. Okay, haben wir schon mal einen Stern. Das ist gut. Auch irgendwie natürlich das Glück gehabt, dass gar kein Blitz gekommen ist. Oder von Glück reden kann, keine Ahnung. Blaue und Stern, Alter. Wow. So, wir sind immer noch in Runde 1. Niemals wird Varius Gold. Was? Bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist viel zu schwer, die Strecke. Waluigi, du bist schlecht. Du bist wirklich schlecht, Alter. Deswegen mobbe ich dich jetzt und fahre dich an. Ist immer noch relativ entspannt. Wir sind noch in Runde 1, ja? Hier eine Banane hinlegen ist auch übertrieben fies. Weil du einfach gar nichts siehst. So. Oh mein Gott. Digga, das war knapp. Das war ziemlich knapp. Kugel really auch. Nice, auf jeden Fall. Und komm jetzt Blitz, bitte. Komm, gönn. Gönn jetzt Blitz. Bitte, Alter. Bitte nicht erst in Runde. Ich bin so ein Vollidiot. Oh mein Gott, tut das weh. Was für ein Pilz. Das ist so frech. Mit dem Abstand auf Platz 12 einfach einen Pilz bekommen. So, wir benutzen den natürlich wieder gar nicht, den Goldpilz, weil der ist absolute Scheiße hier. Also der ist wirklich Schmutz, Alter. Schmutz, Digga. Okay, Blitz. Komm, gönn. Gönn's Blitz, Alter. Wieder mal kein Blitz und ich konnte keinen Blitz dodgen. Ich bin nur auf Platz 6, Alter. Komm. Ah, wieder Goldpilz. Aber was will ich mit Pilzen? Die bringen mir gar nichts. Dann kann ich den Scheiß dodgen. Ja, war klar. War eigener Fehler. Digga, immer diese drei Pilze. Diese drei Pilze sind so worthless, wirklich. Die bringen gar nichts. Vor allem bei hintersten Plätze, Alter. Selbst auf Platz 1 wäre das irgendwie nicht wirklich was wert. Jetzt krieg ich nur Pilze. Halt dein Maul. Halt einfach deine Fresse. Bin ich überhaupt reingefahren gerade? Ah, eine Piranha-Pflanze. Cool. Ich bin in eine Piranha-Pflanze. In eine Piranha-Pflanze reingefahren, ja? Lustig, Alter. Komm. Komm, dreimal dodgen. Dreimal dodgen ist gut. Dreimal dodgen ist wirklich gut. Wir warten noch einen klitzekleinen Moment. Andererseits möchte ich die Chance auch nicht zerstören jetzt, die ich gerade habe. Jetzt Blitz, komm. Gönn einen Blitz. Auf der Zelda-Strecke, weil ich der Zelda-Mann bin. Komm schon. Gönn einen Blitz, Alter. Gönn doch einfach einen Blitz. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, ein Red Shell. Okay, mein Gott. Aber wieder kein Blitz. Ich will einmal einen Blitz dodgen. Komm schon. Komm, vier rote, Alter. Das ist echt gut. Ja, let's go. Gib mir das Wasserschwert. Dankeschön. Bitte kein Blitz. Bitte kein Blitz. Ich will doch meine Panzer nicht benutzen, logischerweise, ne? Das ist viel zu wertvoll. Okay, da kommt eine blaue. Kein Blitz. Bitte. Oh mein Gott! Ich behalte ihn immer noch. Ich kann eh nichts Sinnvolles bekommen. Ich krieg eh nichts zur Abwehr. Ich krieg niemals einen Hub auf Platz 1. Niemals. Bitte kein Blitz. Ich hab's fast geschafft. Komm, weil ich der Zelda-Mann bin. Bitte. Gönn. Scheiße, ich bin so schlecht, Alter. Nein, da kommt eine blaue. Es kommt eine blaue, Alter. Let's go! Achtung, gib mir noch ein paar Sekunden. Moment, wo ist sie? Da ist sie. Da ist sie. Achtung, Batz, Alter. Der Zelda-Mann hat sich die Zelda-Strecke geholt, würde ich sagen. Oh, stimmt, 7 Runden. Scheiße. Babypack ist eine Rotzstrecke. Also hier, wenn ich hier nicht getroffen werde, dann möchte ich einen Orden haben, Alter. Das ist quasi unmöglich.
Digga, oh mein Gott. Der hat über mich drüber geflogen, okay, entspannt. Drei Pilze, cool. Und Kugel Really. Auf rein da. Boah, vielleicht wird's was, vielleicht wird's was, vielleicht wird's was. Let's go, let's go, let's go. Ey, ich bin echt erstaunt davon, dass es immer noch funktioniert irgendwie. 5 von 7 Runden und es läuft irgendwie echt gar nicht mal schlecht. Also natürlich läuft es ziemlich gut, sogar wir sind auf Platz 1 und WTF. What? Wie mache ich das bisher? Als ob hier kein Blitz kommt. Das wäre absolut absurd. Hier ist so viel Chaos. Guck dich das nochmal an, bitte. Letzte Runde jetzt. Es sei denn, es kommt jetzt noch was. Was natürlich gut sein kann. Nein! Vom letzten Platz! Oh mein Gott, so dämlich. Ach, scheiße. Auf Platz 12. Das ist so frech. Das ist so unglaublich frech. Hier kann man mit dem Kugelwilli sehr viel Distanz mitnehmen. Wenn man im richtigen Moment den Kugelwilli zündet, hat man einen wahnsinnigen Vorteil. Weil der Kugelwilli dann eigentlich rauslässt. Dann fährt man viel, viel länger als eigentlich. Gönn einmal einen Blitz, wenn ich ihn bräuchte. Das wäre so freundlich, Digga. Danke für die Info. Halt dein Maul, wirklich. Wir bleiben erstmal noch ganz hinten, ja? Oder zumindest fast ganz hinten. Aber es ist eigentlich gut, dass Nintendo es genervt hat, dieses Hintenbleiben. Weil es ist halt schon nervig, auch irgendwie die ganze Zeit still zu stehen. Ich wollte hier gerade fast rüberfahren, instinktiv, aber nee, lieber mal nicht machen. Jetzt Blitz, komm schon. Warum kommt hier kein Blitz, Alter? Gönn doch einfach einen Blitz im richtigen Moment. Warum denn nicht? Das ist so eine freche Scheiße. Digga, eine Banane. Mutterficker, was ist das denn? Eine Banane auf dem 12. Das ist so frech. Junge, was fällt dir eigentlich ein? Ich geh so heulen, ey. Auf der Strecke Pilze zu setzen, ist auch wahnsinnig. Was kriege ich? Kaum irgendwas anderes als Pilze? Ja, oh mein Gott, Digga. Wie ist der immer noch hin? Digga, ich gebe nur zur Hälfte Gas und er überholt mich trotzdem nicht. Was ist denn mit ihm? Iggy, du bist so scheiße langsam, wirklich. Nein! Was? Was war da denn? Hier muss man schon ein bisschen aufpassen. Nicht zu unterschätzen, ja? Ich finde es übrigens sehr gut, dass nicht nur der Erste getroffen wäre. Oh, ich habe eine 8. Ich habe noch nie eine 8 einfach. Ach, halt dein Maul. Warum gehe ich jetzt schon auf 1? Warum, was mache ich hier eigentlich? Ich mache das nicht, nee. Wisst ihr was? Ich mache das nicht. Ich mache das nämlich gar nicht. Passt auf, ich stehe jetzt nämlich hier. Ich stehe jetzt hier ganz entspannt am Rand, ja? Digga, was ist nicht dein Ernst? Ja, die merkt das anscheinend echt, ne? Ach, so, die letzte Strecke. Big Blue. Am Ende nochmal ein Win wäre halt echt krass. Oh, Stern, sehr schön. Och, halt dein Maul.